Never ever schaffst du es, 24 Stunden in der Zwangsjacke zu bleiben. Lass mich jetzt raus hier. Nee. Lass mich jetzt raus aus dem Auto. Ja, wie soll ich das denn essen? Ich kann nicht alleine irgendwas machen. Ich bin völlig hilflos. Ich muss so hart aufs Klo. Ich scheiß mir wirklich gleich in die Hosen. Hey Max, noch nicht gehen. Ich hab da noch was für dich. Was? Komm mal mit. Hör auf zu filmen jetzt. Komm mal mit. Alter, nee. Nee. Leute, kurze Erklärung, wir sind gerade vom Friseur gekommen. Max, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mit, ich hab da was für dich in meinem Kofferraum. Komm mit. Ja. Max, schau mal bitte hier drin, was sich da drinnen befindet. Eine Zwangsjacke. Was will ich mit einer verkackten Zwangsjacke? Never ever schaffst du es, 24 Stunden in der Zwangsjacke zu bleiben. Ob das real ist, oder? Doch. Wie soll ich nach Hause kommen? Wie soll ich in mein Haus kommen? Ist mir echt relativ egal. Wie ist dir relativ egal? Ja, witzig. Du kannst laufen. Ja, klar. Beine bis zum Boden und... Jo. In Zwangsjacke laufe ich. Alter, kriegst du es nicht dein Ernst? Wie soll ich heute noch irgendwas machen? Ha? Richtig, dein Tag ist gelaufen. Gut erkannt. Sollen wir kurz reingehen, um die anzuziehen? Ja, wieso? Ich will jetzt gehen. Wie komme ich nach Hause? Ja, ich kann nicht schon fahren, aber dann gehen wir jetzt erst kurz rein und ziehen die an. Ja, ich mach's. Carina, Max muss einfach jetzt 24 Stunden in die Zwangsjacke schlüpfen. Alter, natürlich. Wirklich, ich kann nichts machen. Ja, quasi Arme verboten, oder was? Ja, ist doch nicht so schlimm. Das sieht so geil aus. Okay, Max. So, wie fühlt sich's an? Super. Sit? 1A. Ja, gut. Schwerverbrecher, steig mal bitte ein ins Auto. Das geht doch ganz einfach. Wie soll ich mich denn überhaupt anschnallen? Ja, ich helfe dir jetzt halt ein bisschen. Komm, geh mal her. Oder mit dem Mund. Versuch's mal. Komm, versuch's mal wenigstens. Ja, gib alles. Nein, komm, safety first. Komm her. Okay, Max. Können wir losfahren? 1A. Max, wir sind angekommen. Ja, kann ich jetzt gehen? Kannst du dich selber abschneiden? Niemals. Doch. Never ever. Ellenbogen. Never ever kriegst du das hin. Stimmt, du darfst ja eigentlich deine Ellenbogen benutzen. Ja, wow. Das bringt mir extrem viel. Ach, mach auf jetzt. Scheint nicht so gut zu funktionieren. So, Max, steig mal aus. Also, ich geh dann mal, ja? Ich geh mal nach Hause, ne? Viel Spaß. Ciao, ciao. Lass mich jetzt raus hier. Nee. Lass mich jetzt raus aus dem Auto. Tschüss. Alter. Er gibt wirklich alles, Leute. Er gibt alles. Nein, du hast geschafft. Pass auf, dass ich nicht das Ding kaputt mach hier. Ja, das andere Auto. Ich pass auf. Okay, du schaffst es. Boah, du hast echt geschafft. Maschine, Max. Maschine. Aber weißt du was? Wie kommst du überhaupt in dein Haus rein? Indem du mir die Tür jetzt aufmachst. Glaubst du. Mach auf. Max. Hier, mach doch jetzt, hol doch mal deinen Schlüssel aus deiner Arschtasche raus. Aus meiner Arschtasche? Oder wo ist der drin? Du hast den, im Autoschlüssel ist der dran. Ach so, ja, dann hol ihn doch mal aus meiner Hosentasche raus. Komm, hier ist er drinne. Hier. Leck mich. Wie soll ich da rein? Komm, Max. Mach, hol jetzt mal die Tür jetzt auf. Mann. Ja, Max, Schlüssel steckt, aber aufmachen kannst schon du selber. Wie soll ich das denn machen? Ja, mit dem Mund. Mit dem Mund? Du leck mich doch am Arsch, ob ich in meinem Schlüssel rumkomme. Komm, mach mal mit dem Mund. Jetzt komm, gib alles, Max. Ha, was? Never. Never. Und deine Jacke, Max? Du hast deine Jacke vergessen. Alter, du bist schon ein Mumm. Du bist schon ein Mumm, Alter. Jetzt beweg dich, komm. Mal schauen, was deine Freundin jetzt sagt. Versuchst du es nochmal? Ich klingel. Du hast geklingelt? Ja. Hallo? Max, ich will niemand sehen. Ah, hallo? Ich bin. Ich wünsche dir jetzt. Ja. Angenehmer Aufenthalt hier. Wahrscheinlich auf deinem. Wie soll ich mich überhaupt selber filmen? Ja, du hast ja zum Glück noch hier deine Gehilfin im Haus. Also, ich kann dir schon mal sagen, Arsch putzen kannst du ihm heute. Füttern. Beim Pinkeln die Hand heben. Ja, ja. Ich höre doch da nur. Halt dein Maul. Geh jetzt einfach. Komm, geh. Guck dir die Scheiß mal an. Warum? Warum muss ich so kack machen? Die zerfällt schon wieder halb schier hier. Und aber Hauptsache, ich kann die hier nicht bewegen.
Also, hier geregelter Tagesablauf ist es auf jeden Fall nicht mehr. Ich kann nichts machen. Du musst mir heute echt helfen. Ja. Beim aufs Klo gehen, beim keine Ahnung was. Was soll ich machen? Ja, genau. Was soll ich tun? Soll ich einen Post bringen oder was? Nein. Nein, ja, aber den Arsch putzen tue ich dir jetzt. Ich sehe ich auch rein. Also, ich muss ja wirklich große Runde ziehen. Max, bei aller Liebe, ich liebe dich echt, aber ja. Es gibt Grenzen. Ja, ich hoffe schon, du sollst nicht kacken, du. Auf jeden Fall, apropos Toilette, ich muss aufs Klo. Und ich brauche eine andere Hose, weil mit der Hose, ich kann mit der nichts machen. Ich krieg Duschmittel. Mach mal Gürtel auf, bitte. Oh, scheiße. Das ist egal. Du hast gar keinen Gürtel dran. Hab ich keinen Gürtel dran? Nein. Dann mach mal eine Hose auf. Ja, okay, alles klar. Ah ja, perfekt. Okay, können wir kurz aufs Klo? Sie blitzt das hier schon. Nee. Jawohl. Ich muss mir nachher auf jeden Fall... Ah, jetzt habe ich es aber auch wieder rausgezogen. Ich kann halt nicht mehr rausgehen. Möchte ich das? Ja, Problem. Ich habe immer noch eine Boxershort an. Die muss runter. Ja, das filmen wir natürlich nicht. Aber danke dir. 1A gelaufen. Komm, jetzt eine Jogginghose. Ist ja echt der größte Scheiß, der sich jemals einfallen hat lassen. Wie mein Sack. Nee, ich glaub nicht. Soll ich einfach helfen? Ja, wie geht's noch? Ich hab's gleich. Ja, probier, komm. Ja, okay, du musst. Ja, du musst dir gleich. Doch, ich hab den Schlingel. Komm mal. So behindert. Zieh mal bitte hoch. Perfekt. Ja, ich bin gleich so warm mit dem Teil. Ja, komm ab aufs Sofa. Ich habe mich jetzt auch einfach enttellert, weil ich mir gedacht habe, er hat nur gesagt, ich muss 24 Stunden in dieser blöden Zwangsjacke bleiben, aber so davor, Alter, war tausender eng. Ja, klar, werde ich jetzt auch so machen, mich so ein bisschen verhalten, so, aber Alter, davor hat es gespannt bis zum Tod. Also der Tag wird echt beschissen. Wirklich. Tut mir auch recht leid. Aber kochen ist heute nicht. Können wir nachher einfach Essen bestellen oder so? Jo. 1A. Die Frage ist nur, willst du mich füttern? Oder wie machen wir das? Ich probier's mal ohne. Wie mache ich das vor allem morgen, wenn du gar nicht mehr da bist? Ich weiß nicht, wie ich morgen im Tag rumbringen soll einfach, wenn du nicht mehr da bist. Wie soll ich das tun? Ich kann nichts allein tun. Außer mit meinem Fuß vielleicht. Der immer noch die Socke dran hängt übrigens. Ich kann nämlich nicht mal sogar alleine filmen. Dumm einfach nur. Einfach nur dumm. Und richtig halten tut die Kacke auch nicht. Leute, wir haben auch schon eine Lösung gefunden, wie wir das mit dem Trinken regeln. Ah, geil. Eine Ewigkeit später. Leute, ihr glaubt es jetzt vielleicht nicht, aber unser Essen ist da. Wir haben ganze 2 Stunden drauf gewartet. Jetzt ist schon dunkel draußen. Ich wünsche auf jeden Fall einen guten Appetit. Danke. Weil ich kann jetzt nicht essen. Bin auch ein Depp. Ich habe mir was rausgesucht. Wie sag ich das? Okay, ich kann theoretisch. Ist es meins, oder? Was ja. Meins? Das ist ja, meins. Das ist dein. Ach, weh, komm. Ja, wie soll ich das denn essen? Ja, warte doch. Ich fütter dich auch nur schwarz. Als Strafe. Richtig. Ja, aber da kannst du. Das ist ein bisschen heiß, ne? Also die Zunge verbrannt. So geil. Ja, theoretisch. Die Soße löffeln. Ach, weh, komm. Max, also bitte, lass es. Ja, ist auch nicht so geil. Kannst du, ich möchte nur mal kurz probieren, bevor wir es wieder zumachen, bevor du bist. Ich sehe da aber irgendwie keine Hähnchen. Ich habe doch Hähnchen bestellt. Ist das jetzt vegetarisch? Da dreh ich jetzt durch. Ja, aber. Das ist Gemüse. Heute nur für dich. Durch, Alter. Heute nur für dich. Okay, ja, lass uns probieren, ob die Soße wenigstens gut ist. Komm. Einmal so viel Fleisch, das ist eh nicht gesund. Mm. Ja, schmeckt gut. Ich hab keine. Oh, ups. Ich hab kein Hähnchen. Ja, gut, da brauche ich auch gar nichts essen. Nein, Gott, was? Wir haben das falsch bestellt. Nee. Vielleicht haben die was Falsches geliefert. Ah, ich weiß es auch nicht mehr. Scheißegal. So, Freunde, es geht ab ins Bett. Mit einer guten alten Zwangsjacke. Ah! Das ist gut an der Jogginghose, ne? 1A. Also, du musst ja sagen. Es ging jetzt schon so, wir haben jetzt halt gechillt und so. Und diese Haltung ist so behindert, es tut richtig in den Armen weh. Ja, okay, die Decke kannst du jetzt auch noch richten. Ich weiß gar nicht, wie ich schlafen soll. Rücken halt einfach, oder?
Also ich musste auch nicht nochmal aufs Klo zum Glück. So, wie so eine Mumie schlafe ich jetzt. Aber ich werde eh... Also mein Körper wird sich automatisch so bewegen. Kann ich nichts dafür. Ich versuche trotzdem mal so einzuschlafen. Das ist morgen gut die Hölle, wenn du nicht da bist. Also wirklich, weil du hast dich ja wirklich sehr schön um mich gekümmert, aber morgen wird die Hölle. Wie soll ich nicht alleine? Ich kann nicht alleine irgendwas machen. Ich bin völlig hilflos. Gucken wir mal, wie die Nacht wird. Am Ende geht es eh auf oder so. Selbst wenn ich mich bewege. Oh Mann. Oh. Naja, was tut man nicht alles, gell? Gutes Nächtle. Guten Morgen, Freunde. Was geht ab? Ah! Ich habe so schlecht geschlafen. Oh, geil. Ich sehe, man. Kannst du mir den Kaffee bringen, bitte? Ah, das war so scheiße zu schlafen. Wirklich. Ich glaube, also ich muss mich jetzt hier nochmal hinlegen. Oh Mann. Tschüssi, Schatzi. Tschüss. Mach jetzt gut. Hab einen schönen Tag. Aber ohne Witz, mein Arm tut mir auch ein bisschen weh. Heute Morgen bin ich aufgewacht. Einfach so. Sehe, wie verschlafen ich aussehe. Ach du heilige Kacke, ey. Egal, wie ich das heute überstehen soll. Ah, hi. Kannst du mir noch kurz den Fernseher anmachen, dass ich irgendwie ein bisschen beschäftigt bin? Alter, das ist so ein scheiß Leben, ey. Chris, ich hasse dich einfach. Ich hasse dich einfach. 2000 Jahre später. Ich habe gerade mit meinem Fuß die Kamera irgendwie angemacht. Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt 2,5 Stunden einfach auf dem Sofa verbracht. Ich muss so hart aufs Klo. Ich scheiß mir wirklich gleich in die Hosen. Kann nichts machen. Was soll ich tun? Wenn ich jetzt noch ein bisschen weitermache, ich dreh durch. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Never-Ever-Aufgabe abbrechen muss. Es sind noch ein paar Stunden to go und ich kann nicht mehr. Er hat mich echt gebrochen. Alter, ich muss aufs Klo. Sorry. Echt, es tut mir echt leid. Scheiß drauf. Ich bin zurück. Ihr glaubt nicht, wie gut das getan hat. Oh mein Gott. Aber ich habe echt versagt. Ich fühle mich richtig schlecht. Tut mir auch leid, aber sorry, ich kann mir nicht in die Hosen kacken. Das geht einfach nicht. Chris hat's geschafft. Er bleibt dann der Werbekönig. Herzlichen Glückwunsch. Und das werde ich ihm jetzt auch sagen. Ja, Max, hallo? Hi. Chris, ich... Kannst du trainieren? Ja, ich habe abgebrochen. Ich kann nicht mehr. Was? Es geht nicht. Du bleibst in der Werbekönig. Muss dir was Neues einfallen lassen. Keine Ahnung. Ich konnte nicht mehr. Ich musste aufs Klo. Es ging nicht. Girl ist ja nicht mehr hier. Ja, uiuiui. Halt die Gosch, wirklich. Es tut mir wirklich leid. Ja, herzlichen Glückwunsch. Lass mir was Besseres einfallen noch. Keine Ahnung. Tschaußen. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal. Falls ihr das letzte Max vs. Chris noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall ab. Da sind wir an die Spitze des Doms gerannt. Das Max vs. Chris Staffelfinale kommt auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und tschüssi. So you were shrugging your shoulders and closed off. That's what I told ya. Soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying high.